Friedemann Mack am Mittwoch, den 25. November, in den letzten Tagen der Bundesrepublik Deutschland. So, heute habe ich mal ein ernsthaftes Thema, denn meine berufliche Vergangenheit hatte ja mit CO2 zu tun, CO2-Einsparungen, der rettet die Eisberge, einige wissen ja darüber Bescheid. Und ja, da haben wir auch viel erreicht. Also wir hatten allein die letzten 5 Jahre, wenn ich die CO2-Einsparung der Aktivitäten nehme, hatten wir es tatsächlich geschafft, 500 Millionen Tonnen CO2 einzusparen durch erneuerbare Energie, Grünstrom und viele andere Dinge. Lassen wir mal das Thema weg, weil mir geht es jetzt um eins. Die Fridays for Future, ja, die ich ja voll unterstütze, die absolut recht habe, die 17-jährige Greta, die seit 3 oder 4 Jahren 17 Jahre alt ist, also ein Phänomen, die CO2 sehen kann, die waren ja 2018/19 auf der Straße. Freitags wurde der Schulunterricht geschwänzt, von den Schulen unterstützt und haben dann so demonstriert, wir müssen CO2 einsparen. Und es ist ja eigentlich immer so, wenn man für eine Sache einsteht, dann muss man das ja auch leben. Ja? Und jetzt haben wir 2020, die schlimmste Pandemie aller Zeiten, wo also bereits 14.000 Menschen an der Pandemie gestorben sind, Durchschnittsalter 81 Jahre alt, mit Corona gestorben, das heißt Fallschirmflieger springt aus dem Flugzeug, Fallschirm öffnet sich nicht, er landet unter, ist tot, wird ein Corona-Test gemacht und der ist positiv, dann ist der Fallschirmabsturz als Corona-Toter in der Statistik bei den 14.000 mit drin. An einer normalen Wintergrippe wie die Influenza 2018 oder 2019 sind 25.000 Tote durch diese Influenza gestorben. Also wir setzen das jetzt nochmal ins Verhältnis. Also 14.000 mit Corona gegen 25.000 an Influenza. Durchschnittsalter 81 Jahre alt. So, jetzt sitzen die Fridays for Future Kinder im Schulunterricht, haben die Fenster sperrangelweit geöffnet, haben Schal, Jacke und Mantel und frieren sich da drin zu Tode. Und das Ganze habe ich jetzt mal in Zahlen, Daten, Fakten zusammengestellt, weil ich ja aus der Branche bin und dann kann man das so einigermaßen eingrenzen. Natürlich ist es nur eine grobe Schätzung und ich habe die Zahlen wirklich extrem untertrieben. Ein Energieberater kann mir da mit Sicherheit folgen, könnte das vielleicht sogar noch ein bisschen genauer berechnen, aber ich habe hier extra auf dem Bildschirm vorbereitet, damit man da ein bisschen nachvollziehen kann. So, und zwar jetzt geht es zuerst mal um das Thema, wie viele Schulen gibt es in Deutschland? So, und da haben wir 34.000, also Grundschule, Hauptschule, Förderschule, Gymnasium, Realschule und so weiter, plus sonstige Schulen, sind wir also ungefähr bei 40.000 Schulen, die es in Deutschland gibt. So, jede Schule hat eine Heizung, die verbrennt entweder Öl oder Gas oder eben mit Strom, mit irgendwas wird also der Schulraum quasi warm gemacht. Und ich gehe jetzt einfach mal von Heizöl aus, weil das Verhältnis ist ungefähr gleich, ob ich jetzt Gas verbrenne, Öl verbrenne oder mit Strom. Das Verhältnis bei Öl ist also ungefähr 1 Liter Öl, wenn er dann durch die Heizung verbrannt ist, habe ich ungefähr 3 Kilogramm CO2. So, und jetzt habe ich da auch nochmal wirklich positiv gerechnet, weil man bedenke, ein Wohnhaus mit 150 Quadratmeter hat ein Ölbedarf bei normaler Wärmedämmung von ca. 2000 Liter. Und jetzt rechne ich mal bei einer Schule mit 250 Kindern, ja, mit 30, 40, 50 Klassenzimmer, wir rechnen mal ganz positiv,
und rechnen nur 30.000 Liter Heizöl pro Schule. Das bedeutet, wenn dieses Heizöl in der Schule verbrannt ist durch die Heizung, dann hat dieses Heizöl ungefähr 90 Tonnen CO2 produziert. Runtergerechnet pro Schüler sind es ungefähr 120 Kilogramm CO2 pro Schuljahr, was also quasi in der Schule durch Heizen verbrannt wird und dadurch CO2 entsteht. Jetzt rechnen wir das Ganze zusammen. Wir haben also 40.000 Schüler. 90 Tonnen CO2 pro Schule macht einen Gesamt-CO2-Anteil von 3,6 Millionen Tonnen CO2. Also alle Schulen, die beheizt werden, produzieren im Jahr roundabout 3,6 Millionen Tonnen CO2. Also mit der Zahl mag ich jetzt natürlich plus minus einen Energieberater, da müsste jetzt jede Schule einzeln berechnen. Ja, jetzt lass es von mir aus 2,5 Millionen Tonnen sein oder 5 Millionen Tonnen. Wir sind ja da nicht kleinlich, es geht ja um das Prinzip. So. Jetzt habe ich einen Wohnraum oder einen Schulraum beheizt mit 21 oder 22 Grad Raumtemperatur und jetzt reiße ich alle 10 Minuten die Fenster auf, also alles, was ich jetzt wieder schön erheizt habe, reiße ich das Fenster auf und die Wärme geht durchs Fenster und ich lüfte da jetzt, die Kinder sitzen also mit Schal und Mantel und dicker Jacke im Schulunterricht, frieren sich zu Tode. Und und die Schule tut also quasi die Heizenergie aus dem Fenster raus in die freie Natur lassen. Wenn man das jetzt mal schlecht rechnet, ich bin da wirklich nur so ein Pi mal Daumen rechnen, ein Energieberater, der das wieder sieht, der kann drunter kommentieren, wo ich da ungefähr liege. Ja? Und ich rechne jetzt mal schlecht und sage, dadurch werden alle Schulen in Deutschland dieses Jahr durch diese Wintersaison rund 50% mehr Energieverbrauch habe, wäre dann so rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 mehr in die Luftblase. Also jetzt nochmal zurück, die Schüler waren letztes Jahr freitags auf der Straße und haben demonstriert, dass wir CO2 einsparen. Dieses Jahr sitzen sie im Schulunterricht, die Fenster sind sperrangelweit auf, sie sitzen mit Jacke drin und dadurch werden in Deutschland roundabout 1,8 Millionen Tonnen CO2 mehr in die Luft geblasen. Rechne ich das jetzt hoch, allein auf unsere 27 EU-Mitgliedstaaten, wobei ich glaube Polen, Tschechien und Ungarn, die machen da nicht mit, aber es ist ja alles nur mal so reine Zahlenblänkerei. Da sind wir also allein in der EU bei rund 50 Millionen Tonnen CO2, die wir diese Saison mehr in die Luft blasen wie 2019, 2018. Da waren die Kinder aber auf der Straße und haben gekämpft. Ja? So. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der Gesamt-CO2-Haushalt in Deutschland aussieht. Ja. Die Treibhausgase in Deutschland sind im Jahr um 54 Millionen Tonnen gegenüber 2018 gesunken. Also Bericht aus 2019. So, das heißt, Deutschland hat noch einen Gesamt-CO2-Ausstoß, also mit allem drum und dran von 800 Millionen Tonnen CO2. Also nur die Schulen in Europa werden dieses Jahr 50% mehr, 50 Millionen Tonnen CO2 mehr, Millionen Tonnen mehr in die Luft blasen. So, wir schaffen den Verbrenner ab. Ja? Der Verbrenner muss weg. Wir dürfen kein Diesel und Benzin mehr wegen dem CO2-Ausstoß. So, der CO2-Ausstoß der gesamten Autoflotte bei 50 Millionen Fahrzeugen in Deutschland beträgt 160 Millionen Tonnen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf mein Argument. Allein die Schüler in der EU, hier habe ich mir das zusammengebastelt, werden dieses Jahr
rund 50, also 48,6 Millionen Tonnen, also rund mal auf 50 Millionen Tonnen CO2 mehr in die Luft blasen, um uns vor diesem gefährlichen Virus, wo 14.000 im Durchschnitt 81-Jährige mit Corona gestorben sind, also Flugzeug, Fallschirm, Wunder, Tod, Abstrich, PCR-Test, positiv Corona, 14.000. So, und damit blasen wir 50 Millionen Tonnen mehr CO2 in die Luft. Und jetzt frage ich mal da ernsthaft die Greta, also die seit 3 Jahren 17 Jahre alt ist, die CO2 sehen kann, seht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Ihr bringt uns um. Ihr bringt uns um. Wir werden durch diesen CO2-Ausstoß, den die Kinder in der Schule dieses Jahr verursachen, werden wir alle sterben. Die Erde geht unter. Das ist der ganze Irrsinn. Warum gehen jetzt die Kinder nicht auf die Straße demonstrieren? Ja, jetzt ist Winter, ist kalt, da gehen die Fridays for Future nicht demonstrieren. Aber es kann doch nicht sein. Also wir müssen das Klima retten. Wir werden alle sterben in den nächsten 100 Jahren. Und 2019 wird freitags die Schule geschwänzt, um dann 2020 im Winter die Fenster aufzureißen. Ja, und 50 Millionen Tonnen CO2 in die Umwelt zu blasen, damit wir nicht an einer harmlosen Wintergrippe erkranken, die 14.000 mit Corona, Durchschnittsalter 81. Also ein Energieberater, der das nachvollziehen kann, der kann es nochmal vielleicht genauer berechnen, das war jetzt einfach mal so über die Zahlen drüber gegangen. Aber begreift ihr eigentlich diesen Irrsinn, der hier läuft? Ja? Also spielt das Klima jetzt keine Rolle mehr? Jetzt ist CO2 nicht mehr schlimm. Doch, weil Daimler und BMW tun ja jetzt ihre Produktion abschaffen in Deutschland, also die Motorenproduktion, die wird jetzt nach China verlagert. Dadurch werden dann in Deutschland weniger Verbrenner produziert, Motoren, die werden dann in China produziert. Aber wenn es in Deutschland dann nicht mehr produziert wäre, dann tun diese Verbrennermotoren nicht mehr CO2 in die Luft, aber in China, dann, da ist das CO2 nicht so gefährlich, weil weltweit wäre ja aktuell 1600 Kohlekraftwerke gebaut. Deutschland schafft wie viele Kohlekraftwerke ab bis 2038? Ist das alles ein Irrsinn. Zum Glück sind wir in den letzten Tagen der Bundesrepublik Deutschland und somit wird auch dieser Irrsinn, ja, also dieser Irrsinn, der CO2-Irrsinn, der ist ja noch größer wie der Corona-Irrsinn, aber zum Glück wird mit Beendigung der Bundesrepublik Deutschland auch der CO2-Irrsinn beendet und wir können endlich wieder zurück zu gesundem Umweltschutz, ja, wo wirklich die Umwelt wieder vernünftig geschützt wird und nicht mit so einem Irrsinn zerstört wird. In diesem Sinne, schöner Mittwoch.